von ihr und zwar richtig modern und richtig erfolgreich mit Mein Sommer. Hier ist Vanessa Mai. Ich brauch nicht in den Urlaub fliegen, kann auch zu Hause glücklich sein. Mit dir kann ich mich wie auf Wolken fühlen. Fängst jede Nacht die Sonne ein. Mit dir sind die Tage lang, an denen ich mit dir draußen schlafen kann. Du bist mein Sommer. Einfach das Feeling, es bleibt länger hell, die Vögel zwitschern, alle ziehen sich aus. Einfach schön, ich mag es total, ich bin Sommerkind. Wieso lachst du da? Also, gut. Zieh dich aus! Genau. Und was ist für dich das Schönste am Schlager? Oh, das Schönste am Schlager, das habe ich wirklich bei meiner Tour jetzt gemerkt, die gestern ja zu Ende gegangen ist. Der ist so vielfältig oder kann vielfältig sein und vereint so viele Generationen und so viele Leute sind einfach nur glücklich auf unserem Schlagerkonzert und das macht mich... Fasziniert mich und es macht mich happy. Voll. Kriegst du wieder zurück. So, das ist ja. So wie Karma. Goes around, comes around. Natürlich muss ich dich das fragen. Es ist der erste Fernsehauftritt, nachdem du von der Bühne warst, du gefallen, ja? Ja, so ähnlich. Aber es war, ja,
Wie geht's dir? Dreimal Holz, ist alles wieder gut, ja? Nein, ich bin ganz ehrlich, nein. Ich muss da wirklich noch kämpfen mit. Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wäre alles wieder supi. Aber ich habe halt wirklich gelernt, Gesundheit ist echt das Wichtigste. Und deswegen alle hier und alle da draußen, passt auf euch auf, bitte. Aber ich bin Kämpfer. Immer noch Rückenprobleme? Ja, ich habe permanent eigentlich Schmerzen und im Tanzen. Wenn halt der Arzt dir sagt, sie werden nie wieder so tanzen können, wie es mal war, dann ist es für mich war das die schlimmste Nachricht, die ich je bekommen habe eigentlich. Aber ich glaube da nicht dran. Das ist so tief in mir drin und ich habe da so Bock. Ich werde nicht aufgeben. Und machst alles bist gut aufgestellt und hast Physiotherapie und Trainer. Okay. Kann ich mir nicht nehmen lassen. Die Leute sind da so glücklich, wenn ich tanzen darf. Anfang August kommt das neue Album raus. Mhm. Wie viele Songs sind schon fertig? Sag jetzt nicht keiner. Nein, es sind einige fertig, aber noch nicht alle. Ja, ich war ja jetzt am Freitag erst im Studio. Okay. Habe ein ganz besonderes Duett aufgenommen. Ich dich auch. Dankeschön. Soll ich dir mal was sagen? Ha? Wenn die Mädels brüllen, das ist das größte Kompliment. Weil Männer sind da relativ simpel. Die sehen eine heiße Frau und sind schockverliebt. Aber ein Jahr später kommt eine neue heiße. Wir Frauen sind einfach treu. Loyal, ne? Ja. Mädels, ich liebe euch. Wir lieben euch, Mädels. Ja. Und dann, das habe ich heute gelesen, zieh die bequemen Schuhe an. Ja, weißt du warum? Weil ich weiß ja, dass Ich sterbe für dich ist doch dein Lieblingssong. Ja. Und ich will also richtig reinhauen jetzt. Hau. Also wir wollen so richtig feiern. Zieh aus. Und für dich. Oh ja, bitte. In der Fall, willst du dich hinten? Nee, geht. Aber du hast so slippery Beine. Nee, geht. Du bist rutschig. Super. Aber ich habe ganz peinliche Socken an. Oh Gott. Schnell wieder rein. Weißt du, ich will ja verrate ich deine Geheimnisse. Du könntest in der Zeit, weil du hast das Mikro. So, wer möchte die getragenen Stiefel von Vanessa Mai? Die sind nicht so teuer, wie sie aussehen. Aber du hast sie angehabt. Ja. Du machst einen Rap mit einem russischen Rapper, stimmt das? Ja, stimmt. Soll ich dir mal sagen, ich kenne nicht einen einzigen russischen Rapper? Na, aber du kennst doch Magisch, den Song, oder? Ja. Ja, eben. Und daher kannte ich ihn dann auch. Und ich muss ehrlich sagen, mir haben so viele gesagt, so Mensch, aber Rapper, und es ist ja immer unter der Gürtellinie. Und ich sag dir ganz ehrlich, es gibt tatsächlich auch Leute oder Rapper, die nicht unter der Gürtellinie sind. Und das ist für mich so ein Zeichen, Schubladendenken aufräumen. Man darf nicht immer alles über einen Kamm scheren. Und das ist bei meinem Projektschlager halt mir auch so wichtig, dass ich so ein paar Bilder aufbreche. Und einfach sagt, hey, Musik hat keine Grenzen. Dir. Ich finde auch schon, du hast schon so diese Moves. Willst du? Jetzt geht's voll ab gleich. Gut. Seid ihr dabei? So, mein Lieblingslied.